Ja, ach Mann, bleib doch an der Treppe hängen. Was soll denn sowas immer? Ja. So, jetzt machen wir hier mal. So, das war der erste Streich. Ja, wo, von wo denn schon wieder? So, das war der zweite. Jetzt warten. Oh, okay. Und der dritte folgt zugleich. Dankeschön dafür, ihr geilen Geier. Weißt du, 5000 Seelen dafür, dass ich, weiß ich nicht, vier Gegner getötet habe oder so. Und vier Gegner halt durch Traps gekillt habe. Das ist echt komfortabel, da kann man nichts gegen sagen. So, jetzt steht er auch vor, wa? Bösewicht voraus, ja. Verkackte Hurenmimik. Flügellanze, Blitz. Ja, Flügellanze ist leider Gottes ein Speer oder so. Na hier, Lügner, aber noch. Lügner, aber noch. So, da hinten ist wieder eine Truhe. Moment. Das sieht ja mal richtig hart. Guck mal hier, die. Moment, ist da noch irgendwo einer? Zuversicht wird benötigt. Gut. Truhe voraus, okay. Hier ist auch eine Truhe. Guck mal hier, das hier zum Beispiel. What the fuck? Das Schwert da noch raus. So. Okay, anscheinend nicht. Wo steht denn da noch einer? Ach, von da unten, die kleine Nute. Zerstörungsgroßpfeil. Ja, das ist wahrscheinlich das, womit die Typen mich hier die ganze Zeit am Abschießen sind. So, dann jetzt hier hoch. Dann habe ich nämlich jetzt hier auch wieder das Gefühl, dass ich wirklich alles. Ach, guck mal an. Dass ich mittlerweile wirklich alles gefunden habe. Leute, das ist eine Treppe. Duel. Trio voraus. Okay. Sollen wir hier gut darüber nachdenken? Hier wird wahrscheinlich wieder Wasser reinkommen, oder? Was bringt mir denn Wasser? Nichts. Okay, danke für die hilfreiche Hilfe. So, Trio voraus. Trio, zeig mal, was er. Ja! So ein Trio voraus. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, wie ihr es haben wollt, ja? Insbesondere, das sind auch die Starken. Hör ich das mal an. Habe ich noch irgendwas zum Werfen oder so? Das ist ja so eine typische Position, wo ich mir da alles raushauen kann, was es zum Werfen gibt. Guck mal hier, sowas doch zum Beispiel. Gucken wir doch einfach mal. Ja, sicher doch. Oh, das hat nicht genug Range, Mama. Aber ich. Cool, weil ich die anvisieren kann. Kann ich einfach rausgehen und dann wieder einmal gucken kurz und dann. Okay, hat das auch noch. Oder hier ist das auch gerade einer am Probieren, aber mit einer hässlichen Armbrust. Hässliche Armbrüste bringen einem ja mal wieder überhaupt nichts. Nochmal habe ich übrigens Schiss, dass kann ich den hinten auch anvisieren? Aua! Ich kann nicht anvisieren. Wenn ich das anders mache hier. Aua! Die machen so viel Damage. Schreck mich mal am Arsch. Aua! Wenn ich das hier anders mache, dass ich dann einfach nur richtig hart aufs Maul kriege. Weil die dann ihre Schwerter rausholen müssen. Diese komischen Blitzschwerter, die sie hier haben. Können wir mal bitte wieder anfangen, synchron zu schießen? Okay. Brauchen halt voll lange zum Schießen, also voll lange zum Bogen ziehen und so. Okay. Wir schaffen das. Langsam, aber stetig. So, der letzte noch. Ich glaube, den mache ich dann im Nahkampf. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Okay. Dankeschön. Einfallspinselgewürz, die 92. gefühlt.
So, ich habe ja nie gedacht, dass diese Truhen hier auch Mimik sein können. Ich dachte, das wäre safe, aber war es anscheinend nicht. Wow. Großaxt des Schwarzen Ritters. Ach, guck an, jetzt finden ja nach und nach die ganzen Waffen. Mal gucken, ob ich auch die Waffe finde, die ich in Dark Souls 1 die ganze Zeit benutzt habe. War es nicht das Großschwert, sondern das normale Schwert. Also es war kein Ultra-Großschwert, sondern nur ein Großschwert. Wo ist denn die Axt? Da ist sie nämlich, Streitaxt. Die Waffen sind halt super nice, da kann man nichts gegen sagen. Und sie haben Gott sei Dank anscheinend begriffen in dem Spiel, dass man die nicht so einfach den Leuten geben sollte. Gut hinsehen, aber ruhig bleiben. Oh. Gut hinsehen, aber ruhig bleiben. Schützenposition versuchen. Okay. Was haben wir hier noch? Distanzkampf. Aber auch was? Ja gut, den Ritter da unten oder was? Wird er da nicht auch seinen Bogen rausholen? Okay, nee. Er steht einfach und lässt sie abschießen. So sollte das eigentlich immer sein. So. Warum sieht der unter mir so unheimlich zweigespalten aus? Warum sieht das aus, als würde dieser Spalt immer breiter werden? Hey, wo geht's denn jetzt hin? Von hier aus. Darunter jetzt oder was? Wait, what? Ernsthaft? Darunter? Lol, in dem Pott hier, da liegt auch noch. Ich muss mal gerade das ausprobieren. Das hat ja schon mal funktioniert, dass ich irgendwie Eisendrähte mit der Fackel abgezündet habe. Wie auch immer das funktionieren konnte. Okay, hier aber anscheinend nicht. Ich kann euch sagen, dieser König, der Dingsies, der wird uns mehr oder weniger, der wird uns das Ding geben. Der wird uns den Ring geben, den wir brauchen. Um hier den einen oder anderen Schatz noch abzustauben. Ja, warum rollst du denn? Oh mein Gott. Okay, also da war noch ein Item, aber jetzt mal ganz ehrlich, diesen ganzen Weg nochmal zu gehen, nur für das eine Item. Ich glaube nicht, Sir. Ich glaube nicht. So, wo sind wir denn jetzt hier nochmal? Ach lol, jetzt sind wir hier wieder. Ach lol, jetzt sind wir hier. Ich verstehe. Das ist im Endeffekt ein Shortcut, könnte man schon fast sagen. Naja, woher Shortcut? Das hat voll ewig gedauert. Ja, der macht mich jetzt mittlerweile Two-Hit. Lustig, lustig. Das hat halt voll ewig gedauert, diese komischen drei Typen da oben zu fighten. Alter, ohne Spaß, ne? Keine mal. Aha. Ach, mein Gott, macht der viel Damage. Das ist retarded. Mein Gott, das kann man nicht blocken. Das ist fast genauso retarded. Na, komm. Stirb! Tja. Okay, cool. An sich also irgendwie doch eine Abkürzung. Aber ich glaube, der Weg ist ähnlich beziehungsweise genau der gleiche. Warum hält der jetzt so viel aus? Ich fand das irgendwie cooler, als es andersrum war, dass der Kollege davor was ausgehalten hat. Ich habe auch das Gefühl, das kommt darauf an, wie nah ich an dem Gegner dran stehe. So, stirb. Okay. Jetzt gucken wir mal wieder, ob wir es hinkriegen, dass der vorne hier gebrutzelt wird. Weil. Schlag einmal zu. Nein, 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 noch nicht so! Lol. Gerade keinen Feuerschaden bekommen. Was war das denn jetzt eigentlich, wenn man fragen muss? Sag einmal zu. Ja, das ist okay. So ist okay. So, jetzt komm her und dann werde gefälligst gebrutzelt.
wie so ein Moron. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Ja, lauf halt durch das Feuer wie so ein. Cool. Ohne, weißt du, ohne Ansatz irgendwas zu machen, lässt er sich einfach nach hinten wegrollen. Echt lovely. Ja, 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 mein Gott. Tut mir aber zu der Mann absolut leid, dass das Spiel in der Zeit so unfassbar laut ist. Aber da machst du nichts gegen, das kann du das. Das hier kann ich mal so wieder wegpacken. Haben wir nicht eigentlich auch einen Ring gegen Feuer? Doch da, Flammenquarzring, warum mach ich den denn nicht an? Ziehen wir den doch mal an. Da, hier. Anziehen, dankeschön. Weil Feuer ist schon ziemlich krass in der Gegend. So, und ich würde, glaube ich, gerne mal eine Menschlichkeit benutzen. Mittlerweile ist nämlich mein Leben wieder so krass nach unten gegangen. Menschlichkeit benutzen heißt aber im Endeffekt auch, mehr oder weniger im gleichen Moment, dass wir jetzt 100% hier oben invaded werden. Also hier. Im gottverdammten Sonnenturm. Sonnenturm hat aber uns nicht einen einzigen Speicherpunkt. Oder nicht ein einziges Lagerfeuer. Auch echt interessant. Oder vielleicht werden wir auch nicht invaded und wir haben Glück. Kommen einfach so durch. Hätte ich auch kein Problem mit, um ehrlich zu sein. Aber anscheinend werden wir nicht invaded. Aber ehrlich sein, ich brauche auch gar nicht invaded zu werden. Da hätte ich jetzt potenziell auch nicht wirklich ein Problem mit. So. Gucken wir doch mal. Wieder im Eisenschloss. Nein, nicht straight runter droppen, bitte, danke. Moment. Oh mein Gott, ich dachte, ich wäre hin. So, ziehen. Ich weiß gar nicht, ob die mich treffen können, während ich hier am Hebel ziehen bin. Aber ich gehe auf jeden Fall nochmal in meine Safe Position. Ich fand das übrigens deutlich attraktiver, die Viecher einfach. Hör auf, danke. Jawohl, ja. Wollte er denn seinen letzten Schuss da verbraten? So. Und den letzten auch noch. Vielleicht, keine Ahnung, das gefällt mir irgendwie um einiges besser, die so kaputt zu machen. Guck dich das an, das sind 5400 Seelen, dafür, dass ich über vier Platten laufe. Alter Schwede, also wenn das mal nicht zum Farmen anregt, dann weiß ich es aber auch nicht. So, den Dicken, oh, der Dicke kommt schon. Ich finde das übrigens faszinierend, wie der Dicke immer genau. Ja, okay, danke. Burn, baby, burn. Ich kann sagen, wie der Dicke immer genau das Timing hat, dass er nicht geburnt wird, aber. Dann wurde er gebaut. Finde ich gut. So, jetzt laufe ich hier erstmal zwei Schritte weiter. Da kommt der Typ von hinten. Oder der Typ von hinten schilt sich daneben. Ich laufe mal bis hier unten runter und guck dann, ob er nachkommt. Sie sind irgendwie alle ziemlich dämlich. Da mache ich halt noch wieder 700. Alter Schwede, das gibt ja so viel. Ich glaube, ich habe noch nicht einen Gegner selber gekillt. Das ist jetzt, das wird jetzt. Ach, fick dich! Boah, ich hasse diese Gegner hier. Das ist einfach. Ja, lauf doch noch ein bisschen. Das hier sind einfach die Wichsgegner der Nation. Also ich konnte sie schon nicht ab. Beim letzten Mal, wo sie vorkamen, in der verlorenen Festung oder wie das hieß da. Und jetzt kann ich sie einfach wieder nicht ab. Aber die geben so viel Seelen. Eieieiei. Also wenn man mal Seelen farmen will, so. Und einem noch irgendwie so 1000 fehlen oder 2000, da geht man gerade hin, drückt die drei Schalter und dann hat es damit. Na komm her. Boah, ich hasse das, ne? Du kannst das nicht dodgen einfach. Komm, schlag zu. Danke.